Ready! Willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir haben hier krasse Stuntrider am Start. Ich kenne die Strecke nicht. Deswegen dachte ich, fahr mal einfach mal, kommentiere das Ganze. Ich hoffe einfach nur, dass sich keiner auf die Fresse legt. Oder ich mich. Ich werde jetzt auch nicht viel sagen, sondern einfach hier die Show genießen. Ja, da vorne war der echt krank, aber wie ich das jetzt filmen soll, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Ballern und Stunten. Dann fahr ich halt voraus. Ein Frankfurter, der mitten auf der Straße fährt, typisch deutsch. Ich habe original Federbein drin. Und das Supermoto, Fahrwerk vorne von der 5.1. Oh, hier muss ich vorsichtig sein. Alter, Digga. Ja, ich glaube, der will mehr stunten wie ballern. Der hat einfach nur eine Badehose an. Das ist hier für eine kranke Session, Alter. Aber irgendwo habe ich es erwartet. Aber geile Straße, Mann. Ah! Zu spät ans Gas! Scheiße, ich weiß. Alter, wir sind jetzt hier gleich.
einfach schon die Wolken, die über die Straße kommen. Ist das krank. Ah, fuck. Bin ich in den Gang gekommen? Ich kenne die Strecke halt echt null, so. War ja irgendwo klar, dass es sowas wird, oder? Ja, jetzt komm, hau mal einen raus hier. Ja, Mann. Der hat's echt drauf, der hat so ein krankes Bike, der hat so eine kranke Bike-Kontrolle, das sieht aus, als würde der da, keine Ahnung, als wäre es komplett normal für ihn. Alter Mann! Doppelbremse. Letztes Jahr habe ich immer das Problem gehabt, dass sie überhitzt ist. Aber das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich eher das Problem, dass ich zu früh in den Stoppie gehe, weil das Ding so leicht ist. Ah. Ah, nicht die beste Stelle zum Überholen. Junge, junge, junge Mann. Ja. Ich habe Angst, dass hier Schotter liegt in der Mitte. Was mache ich mit ihr? Aber der Motor muss eh gemacht werden. Ja, irgendwie ist es gerade so. Ich sage mal voraus. Ich würde gerne chillig fahren, aber das ist gerade schon so irgendwie so eine, weiß nicht so, der will jetzt komplett ausrasten, weil ich hinter ihm bin und, oh, anbleiben, aber der kann fahren, deswegen mache ich das mit. Felgen sehen auch krank aus, das fällt mir jetzt erst auf.
Jetzt kommt sie eine. Ohne Bremse, Leute. Das ist komplett gestört. Ohne Bremse, schaut es euch an. Ich weiß nicht, ob er eine Left Hand Brake hat. Ich weiß nicht. Ja, hat er. Aber trotzdem, der hat dasselbe gestern auch ohne gemacht. Ja, das ist jetzt eine hohe Geschwindigkeit für Zweitakter Wheelies. Da bin ich voll so in der Bremse die ganze Zeit. Das ist nicht so wie beim Viertakter. Da kann man ein bisschen schneller wheelen. Ja, Digga, was soll ich hier machen mit der Geschwindigkeit? Vielleicht mal irgendwo ein Wheelie oder so? Geile Strecke, Mann, geile Strecke. Vielleicht lasse ich einfach mal die anderen. Ja. Alter. Ich bleib mal hinter ihm. Das ist der kränkste von allen. Ja, da bekommt er was Gutes zu sehen. Mann, heftig. Oh, yes. Oh, Mann. Ich hoffe, die Kamera läuft, Leute. Wenn nicht, wär's ziemlich drauf. Wow, Coaster. Digga. Ah. Aber die Strecke, die ist heftig, die ist einfach heftig. Was war das bitte? Ich habe mir komplett die Eier angeschlagen. Ballern, Mann! Ah, meine Eier! Es tut so weh! Hier, Gullideckel! Jetzt geile Strecke hier, mit dem Phil vorne dran, oh! Der Sound! Hier Schotter liegt, ey. Gute Nacht. Da lag sogar. Boah. Hört es eigentlich bald mal auf die Straße? Mein Knie ist im Weg. Fuck, Mann! Digga, was war das bitte, Mann? Können wir hier mal Pause machen? Okay. Bro, I think it's off. Yeah. Okay.
No battery? You need one? Jetzt helfen wir hier dem Guten mal aus mit einer GoPro-Batterie, dass ihr das Ganze auch mal von außen etwas zu sehen bekommt. Okay, ich mache hier kurz das Ende mal. Also, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal. Hatet woanders. Danke.